Man meckert ja oft drum, dass man wenig über die Real-Life-Charaktere der Spielfiguren erfährt. In diesem Special zu DotHack Legend of the Twilight erfährt man im Grunde nichts anderes. Es besteht nur aus einer Folge, jedoch wird in dieser einen Folge schon mehr Charakterinfos rausgegeben, wie in anderen DotHack-Teilen in einer kompletten Staffel. Leider muss man dabei sagen, man kriegt die Real-Life-Charaktere nie zu Gesicht, was sehr, sehr schade ist. Stattdessen hat man nur Echtbilder, wo hin und wieder mal die Köpfe der Spielfiguren umherschwirren und irgendwelche Sachen erzählen. Hin und wieder ist das Ganze lustig, aber jetzt auch nicht so sonderlich spannend. Wenn man DotHack Legend of the Twilight gesehen hat, kann man sich die 20 Minuten geben, wenn man nach Hintergrundinfos zu den Charakteren lechzt. Sonst ist es auch nicht schade, wenn ihr es nicht seht. Wenn euch das kleine Review gefallen hat, lasst doch einen Like oder ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Anime-Review wieder, hier auf FaceWall TV. Ciao!